Einer der besten Sechser auf der Welt hat endlich eine richtig spielbare Karte in FC24 bekommen, Hakan Calhanoglu Fantasy. In Real Life bin ich großer Fan und habe die Karte natürlich für euch getestet. Als erstes gucken wir uns aber an, wie sich die Live-Karte entwickeln könnte. Die nächsten vier Gegner von Inter heißen Lecce, Bergamo, Genua und Bologna. Das sind auf jeden Fall machbare Aufgaben für den Tabellenführer und eines der absoluten Top-Teams aus Europa. Sollte Calhanoglu sich nicht verletzen, wird er auf jeden Fall dreimal zum Einsatz kommen. Das bedeutet schon mal ein +1 Upgrade. Ich gehe fest davon aus, dass Inter mindestens zwei dieser vier Spiele gewinnt. Das bedeutet ein weiteres Upgrade. Ob Calhanoglu ein Tor oder eine Vorlage macht, ist schwer vorherzusagen. Ingame ist die Karte ziemlich gut. Er wirkt größer als 1,78 Meter. Ich würde ihn aber nur als Sechser oder als zentralen Mann im 4-3-2-1 spielen. Mit einem Shadow als Campstyle passt das defensiv. Für eine offensivere Position ist er einfach ein bisschen zu unbeweglich. Seine große Stärke ist natürlich das Passspiel. Er hat den besten Playstyle Plus im Spiel. Der haut sowas von kranke lange Bälle raus. Das Dribbling ist solide. Vor dem Tor fand ich ihn aber leider nicht ganz so gut. Insgesamt ist Calhanoglu eine klare Weiterempfehlung. Wir hoffen natürlich alle auf die Upgrades. Mit einem 91er oder vielleicht sogar 92er Rating wäre das eine absolute Endgame-Karte.